Einen fröhlichen Heiligabend wünsche ich euch alle und herzlich willkommen auf diesen Weihnachts-Minecraft-Server, auf dem ich die letzten Wochen ein bisschen gespielt habe, mit ganz vielen anderen, mit ganz vielen Freunden. Und ich habe mir gedacht, gegen Heiligabend gibt es bei mir eigentlich immer ein Minecraft-Video und Ender Games ist dieses Jahr nicht drin. Deswegen können wir hier einfach mal ein bisschen rumgehen. Ich habe ein paar Sachen, die ich noch erledigen will und euch den Server zeigen. Ihr seht, das ist kein normales Minecraft. Wir haben auf diesem Server Ratten. Nicht nur die Ratten auf meinem Kopf, ich habe hier noch ein paar mehr. Sogar eine Ratte, die auf einem Huhn reitet. Warte, ich mach die mal vom Kopf, damit ihr nicht verwirrt seid. Außerdem haben wir noch die ultimative Mega-Ratte. Mein ganzer Stolz. Eine Ratte, die einen Eisengolem steuert. Und ja, was wäre ein Weihnachtsserver ohne eine SUV- und Waffenfabrik? Natürlich für die Umwelt bestellen sie jetzt ihren SUV. Oh Leute, dieser Server ist ein bisschen cursed, aber auch echt lustig. Osef hat da wieder seinen, keine Ahnung, Koloss von Maudanus aufgebaut. Wir haben auf der einen Seite, es ist eine Art politisches Roleplay auf diesem Server entstanden. Wir haben auf der einen Seite die SUV und Waffenfabrik. Wir haben hier den Kapitalismus. Hier drüben haben wir die Mauer. Und auf der anderen Seite ist die DDR. Keine Ahnung, für was diese Abkürzung steht. Auf jeden Fall, das ist aber so ein bisschen verrückt. Hier haben wir noch ein Plakat. Was echt witzig ist, muss ich sagen. Und ja, das ist unser Server. Hier ernährt man sich eigentlich nur von Zwiebeln. Hier ist unser Weihnachtsbaum. Hier sollte eigentlich ein Weihnachtsmarkt außenrum entstehen. Allerdings gab es ein paar Probleme. Statt einem Weihnachtsmarkt gibt es jetzt hier einen gigantischen Parkplatz. Weil, klar, wie soll man sonst... Es wurde alles asphaltiert. Wie soll man sonst zum Weihnachtsmarkt kommen, wenn es keinen Parkplatz gibt und ein Autohaus? Irgendwie wurde das nichts mit dem Weihnachtsmarkt. Da drin ist mein Fuchs, den habe ich da geparkt, weil das Autohaus wird irgendwie nicht fertig gebaut. Hallo. Der ist gezähmt, der ist nett. Guck mal, der hat einen Schneeball gesammelt, ist ja nicht süß. Oh, er hat nicht mal einen Namen. Schreibt einen Namen in die Kommentare. ja, ansonsten hier oben ist die Autobahn des Servers über den Spawn asphaltiert worden. Wie gesagt, da haben wir den Koloss und irgendwann, kommt dann die Mauer. Die Mauer wurde hochgezogen, als die Autobahn errichtet wurde. Das ist alles ganz lustig. Hier haben hier auch ultra viele schöne Häuser gebaut von vielen. Hier zum Beispiel diese Höhle. Da leben Kageshini und Laura Butterfly. Ich weiß nicht, ob ich habe mich gefragt, ob ich hier aufnehmen darf, ob ich die Sachen zeigen darf. Ist die Sache, aber das ist ultra schön. Die haben sich so eine Höck. Die öffnet so diagonal. Das ist ultra krank. Kommt wieder raus ran. Kommt wieder raus. Nicht, dass ihr irgendwas annagt. Sehr gut. Machen wir die Tür wieder zu. Bevor wir aber die Sachen von anderen angucken, ich hab tatsächlich gar nicht so viel gebaut. Ich habe am Anfang diese Plattform gebaut, ich habe das ein bisschen geebnet für den Weihnachtsmarkt, der dann nie entstanden ist. Heißt, ich habe mich ein bisschen ums Spawnen gekümmert, ich habe am Anfang hier unten eine Höhle gebaut, weil ich gedacht habe, hey, vielleicht klappt das hier alles und wir brauchen irgendwann eine U-Bahn-Station. Heißt, ich habe hier einen Bahnhof hin platziert und das Erste, was ich gemacht habe, war hier ja, Zwiebeln angepflanzt. Hier ist außerdem Johannes seine Ratte. Die sollte eigentlich Giant Red that makes a lot of the rules, steht da klar. Oh nein, huh, fast den Boden kaputt. Die Ratte sollte eigentlich die Zwiebeln ganz nett ernten, aber wenn man sich ausloggt, dann geht das irgendwann nicht mehr. Und ja, dann ist hier noch ein Nether-Portal, was man halt braucht, die ist das. Dahinter habe ich mein Rattenloch. Hier spawnen normalerweise die Ratten. Bist du eine Ratte von mir? Ja, du bist eine Ratte von mir. Das ist hier unten, seht ihr, verfeinerten Abfall. Auf verfeinerten Abfall können Ratten spawnen. Im Gegensatz zu normalen Abfall können da allerdings keine Pestratten spawnen. Heißt, ich habe nicht mehr die Pest. Das ist ganz praktisch. Ja. Das ist auch der Plan für heute. Ich werde ein schöneres Loch für meine Ratten machen. Es ist Weihnachten, Leute. Beziehungsweise Heiligabend. Die Ratten haben was Besseres verdient. Heißt, wir werden dieses Loch hier hinten ausbessern. Das alles hier ist mit Schüssel. Deswegen kann ich über die Lava laufen, falls sie verwirrt wart. Das ist eigentlich... ja, das ist nur Schüssel. Das ist kein echt Lava. Ja, hier haben... Ja, wir das? Oh Leute, dieser Bildermod ist einfach das Beste, was passiert ist, diesem Server. Vielleicht, wenn ihr wollt, können wir auch noch mehr auf dem Server hier machen. Die Fabrik haben O-Saft und Wintercracker, Daniel und Johannes. Nee, Johannes glaube ich gar nicht. Obwohl, Johannes hat auch geholfen, gebaut. Heißt, vielleicht geben die uns dann irgendwann eine Fabriktour. Und wir können uns vielleicht auch ein bisschen mehr von dem Server angucken. Auf jeden Fall erstmal fröhliches Heiligabend euch allen. Kommt mit, meine Ratten. Es gibt jetzt ein schönes neues Zuhause. Guck mal, das ist mein Hund.
Der hat auch keinen Namen. Ach so, Leute, vielleicht soll ich euch noch ein bisschen zeigen, was Ratten können, dass ihr ein bisschen besser in die Invested seid. Die Ratten können quasi so gut wie alles. Eins der wichtigsten Sachen, die ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, ist eigentlich das hier. Hier, was insgesamt echt viele Tiers gekostet haben, können wir eine Ratte nehmen. Komm mal von meinem Kopf runter. Daddy ist Upgrade geben. Jetzt, schaut euch das an. Es ist so krank. Es ist halt so ein gutes Investment. Kann ich dieser Ratte ein Tier verfüttern? Wie neu ist denn das? Jetzt ist sie ein Diamant. Und stellt daraus 4 Red Diamonds her. Und mit Red Diamonds kann man alles mit Rattenrezepten machen und spart quasi Diamanten. Ein Diamant ist quasi 4 wert, Leute. Das hat sich gelohnt. In der Theorie könnten wir die Ratte fliegen lassen. Ach, guck mal, es sind wieder neue Ratten gespawnt. Und Ratten kann man ganz einfach zähmen, indem man den einfach hier so, die haben da ein Loch gegraben. Ja, das ist der Nachteil an Ratten. Ratten können Löcher graben. Zum Beispiel auch durch Werkbänke. Und dann funktionieren Werkbänke einfach nicht mehr. Sorry, ich wollte dich nicht schlagen. So, genau. Es funktioniert einfach so. Ich drop denen da Essen hin. So. Dann essen die das. Und dann, wenn die genügend gegessen haben, dann sind sie gezähmt. Da muss man schon einige reinschieben. Ich glaube, die essen so 15 pro Stück. Heißt, der Stack reicht vielleicht nicht, je nachdem, ob die sich falsch aufteilen. Aber im Prinzip sollte das gehen. So, wir brauchen 2 von den Flügeln. Lapis Lazuli. Und ein ganz normales Red Upgrade. Und dann können wir ein Flug-Upgrade für unsere Ratten bauen. Das mit den Röhren hier ist auch ultra nice. Oh, ihr seid schon gezähmt, oder? Guck mal, das ist ultra nice. Jetzt haben wir hier quasi wieder 4 neue Ratten, die einfach gezähmt sind, die jetzt einfach alle in unseren Red Sack rein können. Einfach, ja, direkt 9 Ratten wieder auf Vorrat. Okay, heißt, unsere Ratte auf dem Kopf darf jetzt den ersten Flug machen. Oh mein Gott! Diesen Mod. Es ist einfach der weihnachtlichste Server der Welt. Die gute Sache ist halt eigentlich auch, man kann sich mit diesen Ratten auch ein bisschen verteidigen. Warte, flieg mal los, kleine Ratte. Oh. Ach, das ist schön. Das machst du gut, kleine Ratte. Hier, warte. Wir können ja hier noch ein Haus angucken. Das ist das Haus von Legoff. Das ist irgendwie komplett aus Schüsseln gebaut. Da hat er ultra was krasses gemacht. Alter, Lego soll ultra reich. Diamanten an dem Baum. Hier, das ist, glaube ich, von Laubfuchs, das kleine Ding. Und dann hier ist so eine Bar gebaut. Die sieht ultra cool aus. So komplett einzigartig. Mit Dingen, die halt im normalen Minecraft gar nicht möglich sind. Ja, an die kann man ransitzen. Ich weiß nicht, ob der Tisch auch geschüsselt ist. Das ist auf jeden Fall ultra krass. So, wo ist meine... Ah, da ist meine... meine Flugratte. Soll ich das probieren? Los, Flugratte! Greif an! Mach doch, Flugratte. Okay, die hatte keinen Bock. Aber dafür habe ich hier einen coolen Grasblock bekommen. Zumbeer hat hier auch gebaut. Wie man erkennen kann. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Flugratte... Oh mein Gott, genau das macht. Die bringt ihr nicht zum Explodieren! Wie krank war das? Du bist ja insane! Was zur Hölle? Hier hinten baut Johannes... Grano. Er wollte irgendwas aus Yakuza, glaube ich, nachbauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Grant, nein, der Umschin Krano. Hier baut Kashikine, auch ultra cool. Und hier baut Goroi. Hier, das Haus hier oben von Only Lara ist auch ultra krass. Auch richtig viel mit Schüssel gebaut. Sieht von außen ultra schön aus. Innen drin ist noch nichts, aber der Rest ist halt insane. Also, ist einfach krank. Es gibt tatsächlich auch noch ein Geheimnis auf diesem Server. Aber jetzt baue ich echt erstmal. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß, das hier ist jetzt nicht das krasseste Video, aber ich wollte euch noch ja, einen frohen Heiligabend wünschen, auf jeden Fall. Oh mein Gott, was habe ich getan? Naja, wir können hier noch so Trinkflaschen ranmachen, das freut Ratten bestimmt. Hier können die Ratten dann leben, neben den Baum. Oh nein, Leute, oh nein. Ja, was sagt ihr? Da rein? Das ist sehr schön. Direkt, oh Alter, das ist keine gute Haltung. Aber die Sache ist, ich muss auch gleich weg, zu meinen Eltern schon fahren. Deswegen würde ich sagen, die 2 Ratten leben doch jetzt viel besser als zuvor. Was ist das für eine Weihnachtsfolge? Und ich zeige euch jetzt noch die andere coole Kleinigkeit. Und zwar... Ach, ich liebe diesen Server. Man kann sich schrumpfen, wir haben Schrumpfmod drauf. Und ja, man kann in kleinen Blöcken leben. Hier haben Osa, Wintercracker sich ein Zuhause gebaut. Flatscreen, oben Loft mit Balkon. Und ja, es gibt ein paar Sachen auf dem Server, wo man nur als, oh mein Gott, kleiner Mensch wirklich was machen kann. Man muss auch sagen, Alter, guckt euch das an.
So will ich den Ratten nicht begegnen, so wie ich die hier behandle. Hier haben die Ratten auch alles weggegraben einfach. Das ist schon ganz lustig, dass die diese Blöcke auch kaputt machen können. Ich komme da gerade irgendwie nicht... Ach so, raus. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Heiligabend. Das Video hier ist jetzt nicht sonderlich krass, aber ich hoffe besser als nix. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Frohes Fest! Ho, ho, ho!